Willkommen, Freunde analogen Unterhaltung zu den Brettspiel-News. Die Messe in Nürnberg, die Spielwarenmesse, die steht kurz vor der Tür. Ende Januar ist es soweit und die zweite große Brettspielmesse in Deutschland beginnt. Ja, wir sind kaum erholt von Essen. Man kann es nicht ändern, wir freuen uns drauf. Wir werden natürlich vor Ort sein und alles für euch aufnehmen und anschauen. Nürnberg ist ja eine Fachmesse, keine Publikumsmesse, keine Verkaufsmesse. Aus diesem Grund gibt es nicht ganz so viele Informationen vorab, was da für Spiele erscheinen werden, oder über diese Spiele gibt es nicht so viele Informationen, wie wir es in Essen gewohnt sind. Aber es gibt auf jeden Fall schon einige Infos zu Spielen, die dort kommen werden. Und ja, ich werde mir jetzt in dieser Folge ein paar rauspicken, die ich irgendwie am interessantesten fand. Wen interessiert, was alles kommt, in unserer Partnerseite Brettspielbox gibt es eine schöne Übersicht, die auch aktualisiert wird. Es kommen ja immer neue Infos jetzt rein, je näher die Messe rückt. Da könnt ihr euch informieren, was alles kommt, von welchen Verlagen. Ja, von mir jetzt nur eine kleine Auswahl. Das erste Spiel, was ich interessant finde, ist Vienna, kommt von Schmidt Spiele, ja, und reiht sich ein in die lange Reihe von Eurogames mit einem Städtetitel und einem historischen Kontext. Brügge, Firenze, ihr kennt sie alle. Es gibt so viele. Ein Familienspiel. Wir kommen nach Wien, 19. Jahrhundert, müssen da vorankommen in der Stadt, berühmt werden, uns mit den Großen der Stadt arrangieren, da einen Einfluss gewinnen. Ja, viel mehr weiß man nicht, aber ich finde, das Cover sieht schon mal sehr schön aus. Wien, 19. Jahrhundert, hört sich thematisch interessant an. Da bin ich gespannt. Da halte ich mal ein Auge drauf. Hans im Glück sind ja immer so ein bisschen die Geheimniskrämer, die geben immer irgendwie nichts raus, wollen so ein bisschen, dass alle irgendwie sich die Finger lecken. Was wird von Hans im Glück kommen? Diesmal hat es irgendwie nicht so richtig geklappt, denn von dem großen Spiel, was in Nürnberg kommen soll, gibt es schon einige Informationen, und dieses Spiel heißt Auf den Spuren von Marco Polo. Auf Tricktrack gibt es einen großen Artikel darüber. Es hat einen schönen thematischen Spielplan mit einer richtigen Weltkarte, wo wir eben, Marco Polo ist ja von Europa, über Asien, nach China gereist, dann über Indien zurück. Und das sehen wir hier alles. Wir unternehmen Reisen, wir müssen Aufträge erfüllen, wir haben verschiedene Charakterkarten, spielen verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut thematisch. Ich habe das Gefühl, dass bei diesem Spiel das Thema wesentlich mehr im Vordergrund steht, als es bei den Staufern im Vordergrund stand. Da war ich ja vom Thema so ein bisschen enttäuscht, obwohl es wirklich ein tolles Spiel ist. Mal gucken, wie es bei Marco Polo aussieht. Von Heidelberger kommt ja, ich habe es letzte Folge schon erwähnt, Star Wars Imperial Assault raus. Außerdem kommt die zweite Erweiterung von Maus und Mystic raus. Geschichten aus dem Dunkelwald. Wir haben noch nicht mal die erste Erweiterung durch. Uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als wie bei Andor mal eine große Maus und Mystic-Reihe zu machen und dann alles durchzunehmen. Auf jeden Fall, wir freuen uns drauf. Maus und Mystic, natürlich ein ganz, ganz tolles kooperatives Spiel. Und ja, die zweite Erweiterung, wie gesagt, von Heidelberger in Nürnberg. Geschichten aus dem Dunkelwald. Von Pegasus kommt die deutsche Version von Imperial Settlers. Die englische Version haben wir in Essen damals schon mitgenommen. Die war auch schnell ausverkauft. Ist ein Aufbauspiel, Zivilisationsspiel, was sehr, sehr gut aussieht. Wir haben es jetzt selber auch noch nicht durchgenommen. Warten jetzt selber auch einfach auf die deutsche Version. Dann bin ich auch noch auf eine Neuheit gestoßen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob sie in Nürnberg eigentlich rauskommt. Ich glaube sogar eher nicht. Trotzdem sehr interessantes Spiel. Ich habe euch einen Blog da verlinkt, wo ich es gefunden habe. Und zwar rede ich von dem Spiel Welcome to the Dungeon. Es ist eine Neuauflage eines japanischen Spiels, und zwar von Yellow. Und ja, das Spiel hört sich wirklich toll an. Der Autor des Blogartikels vergleicht es gleich mit Love Letter, was ja auch ein japanisches Spiel ist. Und Welcome to the Dungeon ist auch ein sehr, sehr einfaches Kartenspiel. Und ich finde wirklich, die Spielidee ist wirklich, hört sich brillant an. Ich kann sie kurz umreißen. Es gibt eigentlich nur zwei Aktionen. Man kann entweder aus seiner Kartenhand ein Monster verdeckt auf einen Dungeon-Stapel legen. Und so baut sich quasi der Dungeon als Kartenstapel verschiedener Monster auf. Oder man kann von offen liegenden Equipment-Karten welche wegnehmen. Außerdem kann man irgendwann passen, wenn man sagt, oh, ich traue mich nicht in den Dungeon rein, weil mit dem Equipment, was da noch liegt, was verschiedene Fähigkeiten hat, bestimmte Monster zu besiegen, damit, glaube ich, kann man den Monsterstapel, der sich da aufgebaut hat, nicht mehr besiegen. Und ja, wenn dann irgendwann niemand mehr legt, dann müssen die, die noch nicht gepasst haben, dann in den Dungeon rein und eben die Monster mit den Equipment-Karten, die noch offen ausliegen, besiegen. Wenn sie es schaffen, werden sie wahrscheinlich Siegpunkte bekommen, wenn nicht, vielleicht Minuspunkte, oder die gepasst haben, dann Siegpunkte. Auf jeden Fall ist klar, worauf es hier rausläuft. Man kann natürlich
es darauf anlegen, den Monsterstapel möglichst fies zu machen und dann die wertvollen Equipment-Sachen wegzustehlen und sich dann zurückzuziehen, zu passen, damit die anderen ins offene Messer laufen. Oder natürlich zu versuchen, ja, vielleicht die anderen zu bluffen, einen ganz einfachen Dungeon-Stapel zu machen. Und dann kann man möglicherweise viele Punkte machen und es ist gar nicht so gefährlich, wie die anderen vielleicht dachten. Also ich finde wirklich eine geniale Spielidee. Außerdem veranstaltet der Kosmos Verlag noch einen Fanlegenden-Wettbewerb für Andor Reise in den Norden. Wie ihr wisst, Fanlegenden sind bei Andor ein ganz großes Ding. In der Erweiterung Reise in den Norden sind ja auch wirklich Figuren und Sachen dabei, die nur für Fanlegenden gedacht sind, die gar nicht in den normalen Legenden vorkommen. Ich glaube, bis 22. März ist der Einsendeschluss. Man muss sich an so ein paar Vorgaben halten. Es muss irgendwie ein Schatz drin vorkommen und eine Meerjungfrau. Und schaut es euch auf der Homepage an, der Link natürlich unter dem Video. Und es wird fünfmal eine Reise nach Stuttgart verlost. Da ist der Kosmos Verlag ja beheimatet. Oh, zum Tavernentreffen und dort gibt es die Möglichkeit, dann Michael Menzel zu treffen. Außerdem kriegt man, glaube ich, auch noch eine Original-Bleistiftzeichnung geschenkt. Und dann soll angeblich ja heute, aber ich habe den Link, ich glaube, er war noch nicht online jetzt. Ich habe ihn gesucht, aber er war noch nicht online. Auf jeden Fall Conan Hyberion Quests wird auf Kickstarter loslegen. Miniaturenspiel HeroQuest 2.0. Sieht unglaublich gut aus. Schaut es euch einfach an. Auf TrickTrack gibt es einen großen Artikel. Natürlich, ich werde den Kickstarter-Link dann drunter packen, sobald ich ihn gesehen habe. Das waren die Brettspiel-News für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Noch eine Geschichte. Diese Woche wird spannend. Ihr könnt wirklich gespannt sein, denn wir werden diese Woche aller Voraussicht nach etwas ganz Neues ausprobieren. Wir sind schon unglaublich gespannt. Wir haben lange rumgeplant und rumprobiert und wir stehen kurz davor. Jetzt hoffentlich kommt nichts mehr dazwischen. Und dann wird diese Woche auf Hunter & Kron ein ganz neues Format starten und es wird was Innovatives sein. Ich weiß, der Brettspielclub ist nicht unsere Idee gewesen vom Grundsatz her. Wir haben es einfach nochmal auf Deutsch machen wollen. Aber das, was wir jetzt vorhaben, das ist doch innovativer und neuer und wir sind sehr gespannt und hoffen, euch wird es gefallen. Auf jeden Fall haltet die Augen offen auf unserem Kanal diese Woche. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Abo. Alle Infos wie immer unter dem Video. Partnerlinks unter dem Video. Danke fürs Supporten. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.